Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Nach langer, langer Zeit gibt es wieder mehr Video. Die Erntezeit ist schon bei den meisten im Gange und auch natürlich bei uns. Wir haben hinter uns, ich glaube, 3 Hektar Roggen auf einer halbwegs angelandeten Fläche. Und das Lohnunternehmen Masa aus der Steiermark ist da Gott sei Dank mit einem Robbenfahrzeug, sogar mit einer Allradmaschine, mit einer Robben da. Und das hat sich in den letzten Jahren, sind wir immer froh, wenn so ein Gerät kommt, weil der einfach von der Standfestigkeit für unsere Felder einfach am besten funktioniert und am wenigsten rutscht. Da kann man am saubersten nachfahren. Und heute ist es dabei, wenn der Christoph das runtertrischt. Wir haben die erste Runde schon umgedreht und wir sind sehr zufriedener. Wie man sieht, die Ranzen sind schnirlgrad. Was bei uns selten ist, weil normalerweise rutschen die Raldresche immer zu stark an, weil man sieht eindeutig, dass halt unter dem Kerndl sehr viel Grenz drinnen ist. Aber das ist meistens nass und dann rutschen sie halt mit den Raffen ziemlich extrem. Von der Arbeitsgeschwindigkeit kann man da sehr zügig weiterarbeiten, weil es einfach das Schneidwerk von McDonald's super arbeitet. Und der Korbberg hinten ist auch schon gut gefüllt. Und da steht der Drescher einfach wesentlich besser als eine normale Rahmenmaschine. Dreschen da haben wir gerade bei ca. 13% Feuchtigkeit. Und die Stroh haben wir wahrscheinlich auch einen Tag noch liegen lassen müssen wegen einem Grein unten drinnen. Aber wie gesagt, Unwetter ist wieder angesagt und da wollen wir eigentlich auch schon, dass wir das eine zumindest wegkriegen. Und weiter unten, das ist noch immer noch leidiger, ich werde vielleicht auch noch wiederkommen mit Christoph. Aber das ist noch nicht zeitig. Bei dem Wendemanöver sieht man eigentlich, wie gut, dass sie die Raupen im Gelände schlagt. Auch wenn es also vielleicht schwerer umdreht als ein Raldrescher, macht es unterm Strich weniger Schäden am Acker, als wenn du jetzt mit dem Raldrescher eingrabst. Und du sparst einfach Zeit und auch Ärger, wenn es hinten noch mit einem anderen Arbeitsgerät noch ums Klodewagen oder Press. Also schon eine super Geschichte. Und der Christoph hat sich bald runtergedroschen, 16 steht mir auch ein Strafall, weil da hinten schaut schon noch Regen aus. Aber das werden wir noch fertig kriegen. Der Christoph verlässt uns jetzt schon wieder. Wir haben die jetzt 1,5 Stunden 3 Hektar Overdroschen, was wir da gehabt haben, einen Roggen. Mehr ist leider noch nicht zeitig.
Aber er bleibt eh jetzt eine Zeit lang in der Region. Und die nächsten Videos der Kumban, seid wieder live dabei. Also bis zu den nächsten Videos. Grüß euch.